Servus Leute zum Bundesliga-Kracher Dortmund gegen Schalke. Ja, an meiner Seite heute der liebe Stargon. Hallo. Hallo. Ja, da Taps mir hier nicht so viel Glück gebracht hat mit dem 4:4 der Deutschen gegen Schweden, haben wir mal gedacht, komm, tauschen wir mal und holen mal den Stargon ans Boot hier, ne? Yeah. Und wie du siehst, beste Wettervoraussetzung hier, Regen, kalt und ekelhaft und dann so ein Kracher hier. Doch schön. Und Harald Fimmler ist der Schiedsrichter. Ja, oh. Hier haben wir den Schalker Top-Torjäger Huntelaar. Und jetzt geht's erstmal um Anstoß. Wer hat? Okay. Schalke hat anscheinend Anstoß. Aber die machen ja immer dieselben Bewegungen. Und von daher schauen wir mal auf die Aufstellung hier. Eine 4-2-3-1. Ach je, ach je. Na gut, die ganzen bekannten Leute hier, ne? Götze, Gündogan, Kehl, Großkreuz, Reus, Lewandowski eigentlich. Das Beste vorne, was es eigentlich in der deutschen Bundesliga momentan meiner Meinung nach zu bieten gibt. Ja, und dafür haben wir hier Schalke. Finde ich jetzt nicht so berauschend, aber gibt halt auch sehr viele Anhänger und ich bin auch 4-2-3-1. Also genau das gleiche Aufstellung. Und ja, sind wir mal gespannt, nicht? Auch sehr schöner Ball hier, muss ich sagen. So ein bisschen gelb-schwarz angepasst an das Dortmunder Trikot. Und was schätzt denn du so? Wie spielen wir denn heute hier? Naja, bisschen so in Richtung unentschieden, schätze ich mal. So 2-3 oder so. Wird schon rauskommen. Ja, ich denke mal so, im echten Spiel wird es wahrscheinlich auch so ein 2-1 oder sowas werden für eine, aber hier entweder wird es wirklich eine klare Entscheidung werden bei dem Spiel oder halt wirklich ein Unentschieden, weil ich habe immer so die Erfahrung gemacht, hier das Spiel, wenn man es simulieren lässt, irgendwie ist es immer so relativ torlos. Und deswegen bin ich mal im Spiel für ein 2-1 für Dortmund und in echt auch. Aber können wir uns ja überraschen lassen. Auf jeden Fall hoffen wir mal, dass die Leute am Samstag besseres Wetter haben als heute hier. Weil ist ja nicht so toll, wenn es die ganze Zeit regnet. Aber naja. Oh, sehr schön abgefangen von Großkreuz auf Lewandowski, jetzt schön zurück auf Götze. Bin ich ja mal gespannt, ob die Aufstellung auch so bleibt mit Götze und Reus zusammen. Und oh, hätte nochmal schön reinlegen können. Aber naja, erstmal eine schöne Ecke hier. Schmelzer tritt an. Und Hummels? Ah, ist zwar größer, aber kriegt das Kopfballduell nicht gewonnen. Und jetzt hier hat Schalke die Möglichkeit, über einen guten Konter einfach mal in Führung zu gehen. Ja, da hinten ist er im Abseits. Hat sich zurückfallen lassen. Was jetzt, eine Flanke? Oder gibt er rein? Flanke und ja, vergebens. Ja, du bist ganz schön leise heute hier, mein Freund. Ich habe gedacht, voll in Redestimmung. Ja, wie kann ich denn was reden? Du laberst hier vor dich hin. Ich glaube, du hattest bis jetzt nur Leute da, die wenig gelabert haben, oder was ist hier los? Ja, so ungefähr wollen wir das mal so sagen. Du kannst einfach immer dazwischen schreien. Ich halt dann auch einfach mal meinen Mund. Aber ich kenne mich ja eh nicht so gut aus. Ich weiß weder, wie die Spieler da heißen. Dafür stehen ja die Namen unten dran. Ja, das ist mir voll egal. Ich weiß gerade mal, wie die Regeln dieses Spiels sind. Echt? Dann erklären wir das abseits. Ach, nicht schon mir. das ist, wenn du einen Schiedsrichter Pass pfeift, ne? Halt die Fresse. Also, das ist, wenn du einen Pass auf den Spieler, der im Abseits steht, machst. Also, der muss dann also vor dem gegnerischen Also, es darf kein gegnerischer Spieler. Quatsch. Okay, ich gebe weiter an dich und überleg's mir nochmal. Soll ich es dir nochmal erklären? Weil ich wollte schon sagen, weil du kannst Abseits mit Abseits nicht erklären, aber ist ja egal. Wir gehen einfach aufs Spiel weiter ein, oder? Schön hier. Ja, also der Rasen ist grün. Ja, was versucht er hier? Trickst auf jeden Fall auf Huntelaar. Was macht er? Oh, Spiel zurück. Und, oh, wollte schön durchstellen auf jeden Fall. Zieht selber ab. Zum Huntelaar wieder am Ball. Das ist immer gefährlich, aber naja. Dieser Ball kein Problem für den Weidenfeller. Und jetzt hier weiter das Abstoß. Das ist der Torwart, ne? Ja, das war Torhüter, genau. Wusste ich. Ja. Das Dortmunder.
Was sind nochmal die gelben? Sind das die Postboten? Nein, das sind die halt Dortmunder. Also wusste ich. Und die Weißen sind die Schalke, die ja sonst eigentlich in Blau-Weiß spielen. Aber wir haben sie heute einfach mal im Auswärtstrikot antreten lassen, was ich auch sehr schön finde. Ich finde eigentlich das Auswärtstrikot von Schalke schöner als das Heimtrikot. Und ja, das liegt halt einfach daran, dass das Blau nicht so meine Lieblingsfarbe ist. Es hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt Schalke irgendwie nicht so mag oder so. Aber alle Schalke-Fans, verbrennt ihn! Ja, steinigt mich. Ja, nein. Echt so. Nein, also ein bisschen schlägt mein Herz dann doch hier in dieser Partie mehr für Dortmund. Auch wenn ich die nicht so wirklich mag, aber. Also ja. meine Lieblingsmannschaft ist Deutschland. Echt? Ja. Und also wo spielt die in welcher Liga? Ja, WM und EM, glaube ich. Da bin ich immer voll für Deutschland. Echt? Das ist ja gut. Ja. Ist ja auch schlecht, ne? Spielt kein Bayern mit. Was? Ich spiele ja auch kein Bayern mit. Wie gesagt, kenne mich da nicht so aus. Mich interessiert es auch nicht wirklich. Ja, nee, aber ich wollte dich einfach mal dabei haben, weil ich dich gerne hab. Und weil ich zumindest mehr weiß als Tabs. Ja, wenn ich jetzt hier und so, ne? Doch, ich weiß voll viel mehr. Ich weiß zum Beispiel, dass irgendwie mehr Ausländer in der deutschen Nationalmannschaft spielen als Deutsche. Echt? Glaube ich schon, oder? Warum haben die dann aber alle deutsche Staatsbürgerschaft? Ja, die sind ja keine Ausländer mehr. Doch, weil sie ausländerisch ausschauen. Ausländerisch ausschauen? Ja. Ach so. Dieser, wie heißt der? Öztürk oder Öztürk? Ja. So heißt doch, oder? Ja gut, nee, ich mach mich heute mal nicht über die Nationalmannschaft lustig nach der 4-4-Blamage, die sie hier abgeleistet haben gestern. Also, ja. Das war voll ja schlecht. Voll schon so ein Ding, wo du sagst, was sollte es? Voll schlecht. Aber da kannst du auch wieder sagen, haben die Bayern-Spieler in meinen Augen ein bisschen versagt, also Lahm, Badstuber und Neuer haben in meinen Augen eine sehr schlechte Leistung in der zweiten Halbzeit gebracht. Jetzt nicht nur, weil sie an den Toren beteiligt waren, aber oder halt dran schuld waren, dass die Tore gefallen sind, sagen wir es mal eher so. Ich fand einfach, die standen voll neben sich. Aber hey, soll ich dir was sagen? Die drei kenne ich sogar mal. Wow. Hä, bin ich gut oder so? Wow. Und da gab es doch auch immer noch so einen anderen Ausländer. Irgendwie Boateng oder wie der hieß. Ja, bloß dass es auch ein Deutscher ist. Ja, aber der ist ausländerisch. Ja, weil der ein bisschen pigmentiert ist von der Farbe her, ne? Keine Ahnung. Ich habe gedacht, der kommt aus einem anderen Land und hat bloß die deutsche Staatsbürgerschaft. Nee, also soweit wie ich informiert bin, sind glaube ich, also ist sein Vater aus Ghana. Langweilig. Und seine Mutter aus Deutschland, glaube ich. Aber ist auch egal, Halbzeit. Es ist nichts passiert. 0-0. Yeah, wie spannend. Ja, ne? Also richtig krass. Aber gut gefülltes Stadion auf jeden Fall. Und so nochmal die Highlights. Ein Schuss, der zweite Schuss, alles gehalten hier. Der dritte Schuss, was? Ja, doch, da gab es noch einen dritten Schuss. Aber ja, das waren dann auch noch die Highlights. Dann gucken wir uns jetzt mal hier Halbzeitergebnisse an. Ja gut, nichts Außergewöhnliches, außer dass Bremen 1-0 hinten liegt gegen Gladbach. Aber interessiert uns nicht. Spiel fortsetzen. Auf geht's in die zweite Halbzeit und haben wir schon die erste Auswechslung. Jeremy Jones kommt rein für Höger. Okay. Ist der besser? Ist Geschmackssache. Also ich finde Jones schon ein bisschen besser, ist aber halt auch sehr überheblich, dieser Mensch, in meinen Augen. Er ist doch cool. Ja, das gefällt dir, ne? Welchem Team gehört eigentlich der Schiedsrichter? Zu und tragen die nicht eigentlich immer weiß-schwarz gestreift, wie so ein Zebra? Oder ein Strafgefangener? Das sind jetzt eher, ja, ich wollte schon sagen, das sind Strafgefangene, die du meinst. Die Schiedsrichter haben meistens entweder komplett schwarz an oder halt oder total weiß. Ja, nee, eher weniger. Sondern eher so gelb oder grün, halt immer auch was Auffälliges. Was jetzt auch nichts mit den Farben der Mannschaften zu tun hat, dass man das jetzt so sehen kann, dass man jetzt, oder halt besser gesagt, eine Ausrede hat und sagt, ja, ich habe den ja jetzt angespielt, weil der aussah wie ein Mitspieler von der Farbe her. Schon klar. Ja. Hab's geblickt. So ungefähr halt. Lustig. Ja, ich weiß. Aber hier passiert bis jetzt immer noch nichts, also hält er nochmal ein Tor?
Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall tut er hier schön dribbeln. Kribbeln. Schubbeln. So, jetzt hier abgefangen von Lewandowski auf Reus. Oh, schön auf Großkreuz. Was macht er? Ja, dribbelt erstmal ein bisschen rum, wartet. Spielt raus und abgefangen von Jones. Auf Verfahren. Holtby. Ja, jetzt geht's ja los hier. Verfahren. Komm, spiel mal raus. Jawohl, schön Adern ausgehen, steigen lassen. Ja gut, aber Handela oder Huntela wird abgefangen. Naja. Also sehr ausgeglichen noch hier, was es so angeht. Keine großen Chancen jetzt oder Überlegenheit für eine Mannschaft. Ja. Und aber als kleines Statement, der Rasen ist immer noch grün und nass. Oh, ja, ist ja auch ein Ding, ne? Ja. Auch in der zweiten Halbzeit. Ja, was erwartet man sonst so? Ja, ich erwarte jetzt eigentlich mal ein bisschen mehr Offensive von einer der Mannschaften, dass sie jetzt mal in Führung gehen. Ja. Und dann nicht hinten bungeln, sondern dass sie versuchen, weiterhin auf Sieg zu spielen. Das wäre jetzt mal schon was Schönes, wenn man das so sehen könnte. Mal jetzt zum Beispiel einen hohen Ball oder einen langen Ball einfach mal davor, genau, auf Götze. Der spielt jetzt weiter und genau! Und genau, wenn wir drüber reden, dann passiert's. Ach, und es war abseits. Wie schlecht, so, und jetzt erklär uns abseits. Ja, das ist, wenn wir jetzt hier ein Standbild einfügen würden, was wir nicht machen. Der angreifende Mitspieler, oh, warte mal, erstmal Doppelauswechslung hier. Bender und Perisic kommen rein und Kehl und Großkreuz gehen raus. Und bei dem Schalgern habe ich jetzt gerade nicht aufgepasst. Wird aber gleich nochmal eingeblendet. Na, wir warten. Jetzt nochmal die letzte Dortmund-Auswechslung. Ach ja, Barnetta kommt rein, okay. Ja, Abseits ist, wenn jetzt das angreifende Team den letzten Mitspieler von sich, der vor dem Tor des Mit- oder Gegners steht, hinter, also vom Torwart aus gesehen, vor dem letzten Verteidiger des Gegnerteams steht. Hast du das ungefähr verstanden? Also, was? Ich habe dir gar nicht zugehört. Das ist schon mal gut. Das ist auf jeden Fall sehr positiv. Das passt schon. Kannst du ja dann auch gerne auch mal aufmalen. Gemacht. Nee, hast toll gemacht. Ich weiß ja, was Abseits ist. Ich kann es bloß nicht klären. Das ist aber sehr gut von dir. Es ist immer das mit den zwei Linien, wenn der Schiedsrichter pfeift. Genau, Wahnsinn. Ja, ja, komm hier. Auf jeden Fall war es eine sehr schöne Aktion, nur leider echt Abseits. Aber wir hoffen, dass jetzt Schalke, sage ich schon, dass Dortmund noch ein bisschen weiter drückt und vielleicht jetzt doch nochmal auf das Tor hinaus will. Also ich habe ja gezeigt, dass es können. Boah. Das war eine sehr gute Tat auf jeden Fall von dem Torhüter. Ach, die haben jetzt Seiten gewechselt. Ja. Das sind ja die Postboten rechts. Genau, die Deutsche Post spielt jetzt von rechts nach links. Ich kriege mich gar nicht mehr ein. Ja, ist ja auch egal. Komm jetzt hier. Na, dann passt ja, ey. Gott. Ah, schlecht reingespielt, ja so. Ja, wenn das Spiel so langweilig ist, dann muss man hier ein bisschen lachen in unserer nicht vorhandenen Kommentatorenkabine. Ja, ja gut, ja. Ich habe meine Kommentatorenkabine hier in meinem Zimmer. Also, ich sitze hier richtig da mit Regenschirm und Regenkleber und alles. Also, ich bin hier Bela Redi für Aber. Naja, was wollen wir machen hier? Komm, jetzt machen wir hier einen schönen Abstoß und dann Abstoß. Direkt. Ich kratze. Ja. Und dann direkt weiter, aber naja, Schalke schon wieder am Ballbesitz hier. Na und dann sollen die mal ein Tor schießen. Irgendwas muss passieren. Ich ja, irgendwas. Auf jeden Fall ist in 80. Minute hier noch nichts passiert. Nix. In echt könnte man jetzt schon wieder rumdiskutieren und sagen, ja, das war kein Abseits oder so, aber hier in dem Spiel ist halt so. Hier sieht der Schiedsrichter jeden Millimeter. Der und Bender ist ja aus Futurama ausgebrochen, du. Ja, ich glaube, hier viel Scheiße. Auf jeden Fall. Ja. Alter, was sind das für Namen? Schmelze. Naja. Der Schmelzer schmelzt den Bender. Zum Beispiel. Peris. Schaust schon wieder ein Ausländer. Überall Ausländer. Ja, das ist ja auch keine deutsche Nationalmannschaft, Junge. Ja, dann ist ja okay. Ja, eben. Ja. Fuchs. Oh. Ah, hier Huntelaar ist auch kein Deutscher. Na und, ist doch egal. Und Jones nicht. Und Huntelaar hört sich an wie so ein, wie Holländer. Heißt die Dinger, Wikinger.
Ne, es ist Nolan so. Oder dieser Attila, kennst du? Attila? Ja klar kenne ich den, der Husarenkönig. Ja, das war doch... Genau, so einer ist es, dieser Hund hier. Huntila, der Husarenkönig, ne? Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Passt doch. Ja. Der gehört zu den Husaren, genau wie Olaf zu den Wikinger. Ja. Und Vicky ist dann so ein kleiner Seeräuber, ne? Wer ist Vicky? Ja, ein Bonbon. Aber ist ja egal, kommen hier genug sinnloses Geld. Oh, 11 Meter! 11 Meter in der 90. Minute! Oh, oh Gott, oh, oh Gott. Okay. Es ist vor Spannung kaum aus, halt schon wieder ein Ausländer. Ich bin dafür, er geht nicht rein. Also sage ich jetzt einfach mal so. Ich sage, er geht rein, weil die Postboten ihn schießen. Siehst du? Pfosten! Was für Posten, Alter? Alter. Ja. Postboten. Also. Ich hätte jetzt vielleicht nicht gerade Hummels schießen lassen, den Elfmeter-Spezialisten schlechthin, aber... Naja, ja. Gut. Ah, hier, schöner Hakentrick nochmal und ich komm hier. Alter, jetzt wird das echt 0-0, ich glaub's nicht. Ja, du hast halt auf ein knappes Unentschieden getippt. Ach, ja, komm. Die haben nochmal die Chance, die Dortmund auf jeden Fall. Die sind... Naja, jetzt nicht mehr. Jetzt pfeift er wahrscheinlich gleich ab. Jawohl, abgepfiffen. Ein klares 0-0. Für die Postboten. Ja, für die Postboten, genau. Ja. Ja, die tragen gelb-schwarz. Hallo? Ja, nee, gibt das ja auch nichts anderes, was gelb-schwarz ist. Ja. Ja. Naja, gut, gibt's Leute. Ja, ich bedanke mich bei euch und lasst Dagon jetzt das letzte Wort zum Abschied. Ja, ich mich natürlich auch und tschüss.